Liebe Freunde der offenen Daten und der Corona-Fallzahlen, da ich mich jetzt schon längere Zeit eingehend mit den Fallzahlen für Dresden, Sachsen und Deutschland beschäftigt habe, möchte ich euch mal einen kleinen Tipp geben, wie ihr euch selbst und womöglich auch für euren Freundes- oder Bekanntenkreis die Ergebnisse aufbereiten könnt. Dazu lädt man sich die Originaldaten im offenen Format runter. Und zwar von dieser Seite. Die werde ich unter dem Video verlinken. Ihr geht auf Daten, ihr geht auf Herunterladen und auf Tabelle. Dann lädt man sich diese Datei runter. Speichern. Habe ich schon mal gemacht, erspare ich mir also. Ich habe diese Daten zwischenzeitlich mit einem Tabellenprogramm, in dem Fall LibreOffice, bearbeitet und habe sie in Google Spreadsheets importiert. Das sieht wie folgt aus. Das hier ist die Originaldatei. Ich habe ein paar Spalten, die ich für unwesentlich hielt, rechts weggekürzt, sodass hier nur noch die Spalten Object-ID, das ist also eine eindeutige Nummer pro Fall. Teilweise sind mehrere Fälle in einer Zelle. Hier sind zum Beispiel mal zwei im Alter von 15 bis 34, beides Männer, positiv getestet, in dem Fall nicht verstorben. Und ich habe das Ganze etwas verformelt und habe das für Sachsen gemacht. Aus 310.000 Zeilen für Gesamtdeutschland wurden am Ende nur noch rund 170 Zeilen für Sachsen. Ich erzähle euch gleich, was ich weggefiltert habe. Und zwar ist übrig geblieben nur noch der Landkreis, die Altersgruppe, das Geschlecht, die Anzahl der Fälle und die Anzahl der Todesfälle. Ich habe das Ganze einmal für weibliche und für männliche Personen gemacht. Ich habe nur noch die Fälle drin, wo es tatsächlich zu einem Todesfall kam. Das heißt, die Testpositiven habe ich insoweit nicht berücksichtigt, wenn es nicht gleichzeitig ein Todesfall war. Und ich habe das Ganze nach Altersgruppen aufgeteilt. Ihr seht hier, NV, bei der Auswertung von Filter wurden keine Treffer gefunden. Das heißt, es gab keine Todesfälle. Jeweils bei Jungs und Mädchen im Alter von 0 bis 4, bei Jugendlichen oder Kindern und Jugendlichen von 5 bis 14 und auch nicht von 15 bis 34. Also die ersten Sterbefälle tauchen tatsächlich erst ab der Altersgruppe 35 bis 59 auf. Darunter waren also vier Frauen und drei Männer. Und das habe ich auch für die Altersgruppe 60 bis 79 jeweils Männer und Frauen gemacht. Dann runter folgt die Gruppe 80 plus. Und wenn man ganz nach unten geht, sieht man dann, dass also in Sachsen bis zum einschließlich 24. Oktober 119 Todesfälle von Frauen gemeldet wurden und 150 Todesfälle für Männer. Das erste Video, was ich dazu gemacht habe, ist viel zu lang geworden, deswegen habe ich hier ordentlich eingekürzt und ich sage euch, die Formel, die ich benutzt habe, sieht wie folgt aus. Man müsste hier eigentlich noch ein Ist-Gleichzeichen an den Anfang setzen, damit die Formel stimmt. Ihr seht, schön bunt hinterlegt. Ich habe also hier den Bereich ausgesucht, den er untersuchen soll. Das ist auf diesem Tabellenblatt der Bereich von D2 bis H am Ende. Dann habe ich eine Bedingung eingesetzt, dass er nur das Bundesland Sachsen berücksichtigen soll. Die zweite Bedingung war, dass er die Altersgruppe raussuchen soll. Die letzte Suche, die ich gemacht habe, war Altersgruppe unbekannt. Dabei kam kein Treffer raus.
Ansonsten habe ich eben zum Beispiel die Altersgruppe A80 plus eingegeben oder A60 bis A79 und so weiter. Die nächste Bedingung war männlich oder weiblich. In dem Fall steht hier ein W für weiblich. Und die letzte Bedingung war, es solle sich tatsächlich um Todesfälle handeln. Das heißt, die Spalte H im Originalblatt soll größer 0 sein. Das heißt, er berücksichtigt nur die Todesfälle. Jetzt nehme ich das Ist gleich wieder raus, damit er das nicht als Formel erkennt, sondern als Text, den man eventuell kopieren kann. Da ich selber Inhaber der Datei bin, weiß ich nicht, wie das für andere ist. Ich würde die Formel einfach unters Video posten. Und damit findet man also raus, nach Bundesland sortiert, im Zweifelsfall kann man das natürlich auch für den Landkreis machen, wie viele Fälle, beziehungsweise in diesem Fall Todesfälle, gab es denn in Sachsen, je nach Altersgruppe. Und ich hoffe, dass ihr diese Idee übernehmen könnt. Wie gesagt, hier fehlt das Ist gleich davor. Und wer Rückfragen hat, kann sich gerne an mich wenden. Wenn man das zum ersten Mal macht, wird man mit Sicherheit einige Fehlermeldungen bekommen. Hier oben seht ihr nochmal die Formel, die jeweils hier drin ist. Ich gehe mal auf eine, wo tatsächlich was drin steht. Hier geht es also los mit der Altersgruppe 35 bis 59 und die entsprechende Formel steht hier oben drin. Wie gesagt, ich habe sie am Ende eine Version dieser Formel reinkopiert und wer sich ein bisschen mit Computern auskennt, wird es locker selber hinkriegen. Wer sich nicht auskennt, kann sich gerne an mich wenden. Und damit wünsche ich euch einen schönen Restsonntagabend.